Heute habe ich für euch einen ganz besonderen Ski und den richten wir jetzt her. Die Bindung ist nämlich eine Riemenbindung mit dem ersten Safety-Verschluss der Welt. Der Belag ist aus Holz und die Kanten ist noch geschraubt. Als allererstes müssen wir ihn ein bisschen putzen. Der steht nämlich schon mehr als 60 Grad im Keller. Dann werden wir mal die Riemen fetten. Jetzt noch die Federn ein bisschen fetten. Nice. Und jetzt geht's mal an die Kanten. Jetzt schleifen wir händisch belagseitig noch 1 Grad weg. Fast wie neu. Jetzt schleifen wir mit der Schrubbfeile die Kanten auf 3 Grad. Und jetzt noch mit der feinen 3 Grad noch tunen. Blitzblank. Erster schon fertig, jetzt kommt der zweite. Zum Schluss haben wir es noch ein bisschen entschärfen, weil sonst ist gleich noch der Fuß weg. Ein bisschen Kanten ist da hergegangen, brutal. Dass der Holzbelag auch fährt, braucht man natürlich Bienenwachs. Also da eignet sich das Entwachsel hundertprozentig. Und fertig ist der neue Ski.